Mein Antrieb, Kunst zu machen, ist die Neugierde. Die Neugierde auf das, was hinter der äußeren Welt, die wir als Realität bezeichnen, verborgen ist. Ich gehe meiner Kunst von der Realität aus. Mich interessiert die Frage, was liegt dahinter verborgen? Was ist wirklich? Was ist echt? Und was zählt? Ich bin überzeugt davon, dass es mehrere Realitäten gibt. Es gibt die greifbare, äußere, sichtbare Welt, aber es gibt auch eine verborgene, innere Realität. Mein künstlerisches Anliegen ist es, diese geheime, verborgene, fremde Welt zu ergründen und sichtbar zu machen. In meiner Kunst tauchen Tiere auf. Sie sind meine Protagonisten, mein Symbol für eine andere Realität. Und sie haben auch eine Botschaft. Sie laden den Betrachter ein, die Grenzen seiner eigenen Welt, seiner eigenen Wahrnehmung zu verlassen und sich auf andere Sichtweisen oder Realitäten einzulassen. Wie die Ratte, die sich der Frau liebevoll zuwendet und somit auch einen Widerspruch erzeugt. Für mich ist es spannend, mit genau diesen Widersprüchen und Brüchen zu arbeiten, um dem Betrachter die Andersartigkeit der fremden Welt aufzuzeigen. In meinen Bildern tauchen Worte auf. Worte sind was Kraftvolles, Machtvolles, Poetisches. Ich sammle Worte, Fragmente, Gedichte und füge sie dann in meinen Bildern wieder zusammen, wie kleine Porzellanstückchen. Mich interessieren die Worte, die in ihrer Bedeutung über sich hinausgehen. Zum Beispiel, weil sie einen besonderen Klang, eine besondere Stimmung, eine besondere Schwingung haben oder auch einen Inhalt mit sich führen, der mich auf eine besondere Weise berührt. Wie zum Beispiel der Satz, If you're happy in a dream, does that count? Es ist eine inspirierende Frage, die in ihrer Direktheit oder fast Naivität gleichzeitig so poetisch ist. Und mir gefällt daran, dass sie so eine große Wahrheit beinhaltet. Was ist echt und was zählt wirklich? In meinen Bildern tauchen verschiedene Menschen auf. Was sie alle gemeinsam haben, ist eine Verletzlichkeit, eine Emotionalität, eine Fragilität und vielleicht auch eine Widersprüchlichkeit. Wie der Boxer, der nicht in seinem glorreichen, ruhmreichen Moment gezeigt wird, sondern in dem Moment, in dem er die Bandagen ablegt, in einem kontemplativen, ganz intimen Moment. Was mich am Menschen interessiert, ist seine Fragwürdigkeit und seine Fragen. Und ich möchte mit meiner Kunst den Betrachter einladen, darüber nachzudenken und vielleicht sogar in meinen Bildern seine eigenen Fragen wiederzufinden.